So, herzlich willkommen jetzt hier zum nächsten Player Review und heute gucken wir uns Kevin De Bruyne in Form an. Hat ein 82er Overall Rating, hat dabei 78 Tempo, 83 Dribbling, 84 Schuss und 83 Passen, dazu noch 70 Physics, ist 1,81 groß, hoch mit Arbeitsraten, Rechtsfuß, aber es juckt nicht bei seinem 5-Speed und Forster Skills. Kostet ca. 60k und hat dafür mich als ZOM, muss man sagen, in 4 Spielen 9 Tore erzielt. Das ist schon ziemlich stark. Guck mal schnell mal seine Ingame-Stats an, die sind auch echt heftig eigentlich. Dafür, dass es nur Kevin De Bruyne ist, sag ich mal in Anführungszeichen, aber das ist einfach, Fähigkeitsattribute ist unmenschlich bei dem Typen. Der Typ hat richtig eskaliert und das war auch auf dem Platz so, und das ist nicht nur in seinen Stats, sondern wie gesagt, also auch auf dem Platz hat er richtig wegeliminiert. Man muss gleich mal sagen, seine Longshots sind mega gut, also der hier beispielsweise geht nicht rein, an die Latte, Unterkante der Latte und dann wieder raus. Longshots sind richtig gut, hatte bei mir ein bisschen Pech, ich glaube ich habe zwei oder dreimal die Latte getroffen, nur einer ging leider rein, aber viele gefährlich auch dabei auf jeden Fall. Also Longshots auf jeden Fall auch echt richtig stark. Dazu sein Abschluss ist auch richtig gut. Ich glaube der hat 78 in den Ingame-Stats in Form. Das fühlt sich an wie eine 85, also die nächste Longshot geht leider nicht rein. Aber seine Longshots und sein Abschluss, also sein Schuss im Generellen, ist richtig gut. Dazu hat er einfach, wie ihr in vielen Situationen sehen werdet, einfach ein richtig heftiges Dribbling. Die Ballwandlung ist so krass. Und er bringt sich damit durch 4 Leute durch in die Gefahrenzone. Dann mit einem abschlussstarken Spieler wie De Bruyne ist es dann kein Problem, dann auch abzuschließen. Also echt, in 16er kommen und dann abschließen ist für Kevin De Bruyne in Form echt absolut gar kein Problem. Dazu dann noch die Forster Skills, also kann mit Skills sich noch leichter in den 16er bringen. Dazu dann noch der 5-Speed, also juckt ihn im Prinzip auch nicht mit welchem Fuß er schießt. Deswegen ist das auch noch was ziemlich geil dazu. Dabei hat er auch noch 83 Passen. Merkt man auch, Pässe sind sensationell. Er hat leider keine Assist gemacht, weil ich einfach nicht mit ihm abspielen wollte, weil ich die ganze Zeit geskillt habe. Also mit meinen Semi-Skills, sage ich mal. Aber also echt, seine Präzisen-Pässe sind auch echt geil, also notfalls kann man auch einfach mal sagen, hier, Lukaku, ich schick dich mal, dann macht er das Tor. Aber in den meisten Fällen ist es gar nicht nötig, weil De Bruyne einfach durchskillt und dann mit seinem super Abschluss oder seinem super Longshot einfach ein Tor erzielen kann. Dazu mit 1,81 auch relativ groß für ein ZOM eigentlich. Und er hat eine relativ hohe Körperstärke, das muss man sagen. Das war der übrigens der Longshot, der jetzt getroffen hat. Seine Körperstärke ist eigentlich echt gut. Er kann sich früh viele Bälle erobern. Also hat, glaube ich, 75 in den Ingame-Sets stehen. Das merkt man auch und ich finde, das ist für ein ZOM eigentlich ziemlich gut. Und echt, wie gesagt, erobert sich schnell früh viele Bälle und das macht dann Spaß. Dann macht man nicht mehr so viel Skill mit ihm und ist schon gleich in der Gefahrenzone und kann ein Tor erzielen. Sein Positionsspiel ist auch ziemlich geil, hat High-Medium-Arbeitsraten. Merkt man auch, steht immer am richtigen Fleck, ist immer anspielbar, kann man gut schicken, läuft super. Deswegen das Positionsspiel auch super geil. Und ja, gute Liga und Nation hat er auch, also verlinken sollte ich gar kein Problem. Sondern hat Stronglings mit Luis Gustavo beispielsweise oder auch Lord Bentner, falls es sein muss. Und Belgien sowieso, also wenn man genug Kreuz hat, Hazard oder sowas, sollte das echt absolut kein Problem sein. Das Einzige, was ein Problem sein könnte, ist, wenn man eine richtige Pace-Suche ist und einfach halt keinen Bock hat auf einen 78er-Spieler, dann ist es das Tempo. Aber ich muss sagen, das Tempo von De Bruyne war nicht so negativ, also negativ, 78 ist eigentlich wohl das gute Tempo. Aber es war keine 78, hat sich eher wie eine 83 angefühlt, aber der war echt wenigstens vielen Leuten davon gelaufen. Aber wenn man halt nur pacen möchte, nicht skillen möchte, nicht Longshots machen möchte, sondern einfach nur durchlaufen, ist De Bruyne eventuell nicht der idealste Spieler, weil zum Durchlaufen hat er einfach viel zu viel anderes zu bieten. Also wenn man irgendwas Negatives an De Bruyne finden möchte, dann ist es eventuell das Tempo. Hab ich jetzt nicht so gesehen, ich fand De Bruyne richtig stark, der war unmenschlich, vor allem für nur 60k, das ist ein unmenschliches Biest. Der Typ hat mir echt so viel Spaß gemacht, vor allem, also echt, der war nicht nur effektiv, sondern auch effektiv Spaß gemacht und deswegen fand ich De Bruyne bis jetzt einer der geilsten Spieler, die ich bis jetzt in FIFA gespielt habe. Aber okay, das war's von diesem Player Review. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage vorübergehend zumindest mit einem ganz schön langen Text, was mir gerade auffällt. Habe einfach mal da reingeschrieben, damit nicht nur Positives auf der Seite steht, aber ist auch, glaube ich, okay. Aber ich sage jetzt wirklich vorübergehend zumindest mit einer 9,9 für Kevin De Bruyne in Form. Noch einen wunderschönen Tag und ciao.